Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben schönen Menschen, wir bleiben in der Schweiz. Und die Seite stgallen24.ch hat eine Meldung zum Thema Autismus rausgehauen. Und weil ich mir dies nicht alleine antun kann, muss ich euch wieder mit reinziehen. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zum 22. Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus am Brückenkanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch meine Comics leider übergeben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Im Wald verschieben sich die Werte. Wirklich? Das Einzige, was sich im Wald verschieben könnte, sind wahrscheinlich die Äste, wenn man Bäume fällt. Und meine Güte. Ich mag's gar nicht, wenn Bäume abgehakt werden. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Oh, okay. Fuck mich lang drum rum. Los geht's. Eine sinnvolle Arbeit im Wald. Das bietet das Outdoor-Angebot der GHG im Tandem Sonnenhalde. Von der Aktion profitieren Menschen mit Wahrnehmungsstörung, Autismus und Asperger sowie das Personal, regionale Förster, die Öffentlichkeit und Brennholzkunden gleichermaßen. Aber Förster sind doch diejenigen, die halt Bäume anpflanzen. Und Brennholzkunden? Dann wahrscheinlich auch die regionalen Holzfäller. Ich habe die Siedler gespielt, insbesondere Siedler 2. Und ich kenne den Unterschied zwischen Holzfäller und Forsthaus ganz genau. Der Holzfäller macht die Bäume weg und der Förster setzt die neuen Bäume wieder hin. Oder wie dieser letzte Satz richtig heißen sollte: Von der Aktion profitieren Menschen mit Wahrnehmungsbesonderheit, Menschen im Autismus-Spektrum, sowie das Personal, regionale Förster, die Öffentlichkeit und Brennholzkunden gleichermaßen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Von der Aktion profitieren Menschen im Autismus-Spektrum, sowie das Personal, regionale Förster, die Öffentlichkeit und Brennholzkunden gleichermaßen. Weiter geht's. Sonnenhalde Tandem, der gemeinnützigen und Hilfsgesellschaft der Stadt St. Gallen, kurz GHG, bietet Wohn-, Arbeits- und Tagesstrukturplätze für erwachsene Menschen mit einer geistigen, einer physischen und oder einer Sinnesbeeinträchtigung. Ebenfalls ist die Institution spezialisiert auf den Bereich AS, also Autismus-Spektrum-Störung. Eine neue Quelle und schon ist sie am Provozieren. Ich glaub das einfach nicht. Nein, ich mach den S-Counter nicht an. Nee, das könnt ihr knicken. St. Gallen 24. Könnt ihr knicken. Weiter geht's. Jetzt hat das Tandem mit Standort in St. Gallen, Abtwil und Engelburg ein neues Outdoor-Angebot in sein Betreuungsspektrum aufgenommen. Der Wechsel von einem geschlossenen Raum zu einer offenen, natürlichen Umgebung kann die Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne von Menschen mit Wahrnehmungsstörung verbessern. Da dieser Abschnitt wohl eher positive Energie verspürt hatte, sehe ich da keine Möglichkeit, das noch kontern zu können. Also, aber vielleicht sehen wir das jetzt. Mal gucken. Aufenthalte in der Natur können die kognitive Leistung erhöhen und die Symptome von Aufmerksamkeitsdefizitstörungen reduzieren. Also auch Menschen im ADHS-Spektrum, wollt ihr sagen, ne? Außerdem heißt das es nicht Störung, sondern Syndrom. Ich bin wohl eher der Meinung, diese Aussage hat eine Wahrnehmungsstörung. Und hört auf mit Symptomen. ADHS als auch Autismus sind beides keine Krankheiten. Weiter geht's.
Die vielfältigen Sinneseindrücke in der Natur können zudem die sensorische Integration fördern und helfen dem Gehirn, Reize besser zu verarbeiten. Und in der Natur zu sein, finde ich das auch schön. Ein Haus in der Natur wäre herrlich. Aber wer weiß, ob das sich jemals erfüllen wird. Ich weiß da echt keinen Rat. Aber in Ordnung. Weiter geht's. Die Arbeit im Wald reduziert deutlich die Spannung bei Menschen mit Wahrnehmungsstörung. Aber dieser Artikel hier fördert deutlich die Spannung und verursacht außerdem Wahrnehmungsstörungen. Das will was heißen, ne? Weiter geht's. In geschlossenen Räumen mit viel Begrenzungen kommt es öfter und schneller zu Eskalation, erklärt Tandem-Teammitglied Johnny Schönberger. Wir haben Platz im Wald, können hinausgehen und einen kurzen Spaziergang zur Beruhigung machen. Das habe ich als Kind auch gerne genossen. Die Waldspaziergänge. Einfach nur herrlich. Weiter geht's. Im selbstrenovierten Bauwagen, den der Club Roundtable St. Gallen gesponsert hat und der als Materialdepot und Pausenraum dient, sitzen die Mitarbeiter gemütlich beisammen. Eine im normalen Umfeld undenkbare Situation. Draußen verschieben sich die Werte. Ja, der Wald, ne? Wie wir im Titel gelesen haben. Und bleiben wir beim Thema Wald. Auch als ich dann erwachsen wurde, fand ich den Wald einfach super. Da komme ich immer auf andere Gedanken. Weiter geht's. Forstarbeit fördert durch Bewegung die Motorik und baut Ängste vor großen Maschinen ab. Der Kontakt mit der Öffentlichkeit, sei es mit Spaziergängern oder Kunden, ist ebenfalls wertvoll. Zudem erleben die Mitarbeiter den gesamten Wertschöpfungsprozess von A bis Z. Vom Bäumenfällen über den Zuschnitt, den Transport, die Verarbeitung bis hin zur Auslieferung an ihre Kunden. Und so viel wurde auch hier schon verraten. Neben Forsthäusern und Holzfällern muss ja auch das Holz auch verarbeitet werden. Und soll ich euch mal konkret verraten, wo? In einem Sägewerk. Kann man auch bei die Siedler halt bauen. Denn zu Siedler gehört neben Forsthaus als auch Holzfäller noch ein Sägewerk noch dazu. Das ist ja klar. Weil sonst bleibt das Holz einfach rau. Und ich war ja kürzlich zuletzt in einem Museum mit Rohholz. Meine Güte. Das war nicht schön. Weiter geht's. Das Feedback zum Outdoor-Angebot ist durchweg positiv. Johnny Schönberger schätzt, dass rund 90% der Mitarbeiter die Arbeit im Wald super finden. Sie sind stolz auf ihre Tätigkeit, den Umgang mit den Menschen und auf ihre schicken Arbeitskleider. Und wie ich hier auf dem ein Foto sehen kann, sieht sie auch schön aus. Ansonsten hätten sie ja auch nur Westen gekriegt. Aber ich denke, bei so einer etwas gefährlichen Arbeit sind ganze Schutzkleider richtig und wichtig. Sonst wäre das halt Mangel an Sicherheit. Weiter geht's. Auch die Rückmeldung der Angehörigen bezeichnet er als sensationell. Spaziergänger, Kunden und das Personal erfreuen sich ebenfalls an der munteren Truppe, was doppelt Freude bereitet. Und wie man es auch mitbekommt, es macht auch doppelt Freude, wenn man draußen im Wald arbeitet. Aber doppelt Trauer wäre das, wenn man im geschlossenen Raum bleiben muss. Und im Job des Lagerlogistikers gehört ja auch dazu, dass man auch Waren annimmt und Waren wieder auslagert. Und da ist man nur
hin und wieder, wenn man Paletten rein und rausfährt, draußen, ne? Aber es gibt ja mittlerweile auch schon Lagerräume, in der das nicht mehr so ganz gegeben ist. Und wenn, dann nur so ein ganz kleiner Spalt nach außen. Ein ganz kleiner Spalt. Und das war's. Und der einzige Freiraum, den man dann halt höchstwahrscheinlich annehmen könnte, wäre während der Mittagspausen. In der frischen Luft. Aber ich finde es einfach schade. Glaub mir das, Leute. Lassen wir weiterkommen. Das Tandem-Team trifft sich jährlich mit dem zuständigen Revierförster, um Ziele und Maßnahmen zu besprechen. Denn ohne einen Revierförster gäbe es überhaupt keine Bäume mehr und dann wären die jungen Leutchen arbeitslos. Weiter geht's. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf das Aufräumen und Verarbeiten von Naturholz, Stammholz und Astholz zu Brennholz. Das herumliegende Kleinholz wird von den Tandem-Mitarbeitern zu Haufen aufgestapelt. Die kleinen Waldbewohnern wie Füchsen, Hasen, Vögel oder Dachsen als Nistplätze dienen und ihren Lebensraum bereichern. Wohl eher die Kinder der Füchse, Hasen, Vögel oder Dachsen. Weil, na gut, Hasen sind ja klein, das ist gar keine Frage. Bestimmte Vögel natürlich auch, aber Füchse oder Dachse? Sollen kleine Waldbewohner sein? Das habe ich in den Dokus ganz anders gesehen, Leute. Ihr könnt mir doch nicht etwa erzählen, dass Füchse und Dachse kleine Waldbewohner sind. Kleiner als Hase oder was? Meine Güte. Oh nee. Was soll denn das? Wenn ihr schon Füchse oder Dachse als kleine Waldbewohner bezeichnet, dann schreibt doch bitte dazu Kinder von Füchse, Hasen, Vögel oder Dachsen. Obwohl Hasen und Vögel könnte man eigentlich weglassen, weil klein sind die teilweise auch. Ist ja klar. Aber doch nicht bei Füchse oder Dachse. Nee, du. Ich kapier's nicht. Fertig geht's, komm. Ohne die Arbeit des Tandems würde das Kleinholz geschreddert werden. Somit trägt das Tandem-Team zur nachhaltigen Nutzung des Waldes bei. Und natürlich muss auch das Holz auch neu bepflanzt werden durch den Förster, ne? Also, Bäume wachsen nicht einfach so automatisch per Fingerschnipp. Aber bevor wir den Verein gleich vorstellen, hier noch ein kleiner Abschnitt. Jede Woche von Montag bis Freitag sind die Mitarbeiter und das Personal des Tandems in wechselnder Besetzung im Ortsbürger- und Staatswald Abtwil tätig. Das Brennholz kann zu fairen Preisen bei Tandem bezogen werden. Unter der Internetseite ghg-sonnhalde-tandem.ch/Holzverkauf. Und jetzt zum Verein selbst. Die gemeinnützige und Hilfsgesellschaft der Stadt St. Gallen, kurz GHG, engagiert sich in der Region St. Gallen für weit über 1000 Menschen mit einem besonderen Betreuungs- und Unterstützungsbedarf. Sie bietet spezialisierte Angebote für Säuglinge, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen und betreibt ein Brockenhaus. Die GHG wurde 1816 gegründet und setzt sich seit jeher für ein selbstbestimmtes Leben und einen erfüllten Alltag der ihr anvertrauten Personen ein. Sie beschäftigt rund 780 Mitarbeiter in insgesamt 8 Institutionen. 1816 in der Schweiz. Und in Deutschland gab es schon den Deutschen Bund. Und was soll ich dazu sagen, Leute? Wir haben viel über den Wald gelernt, hoffe ich zumindest jedenfalls. Und solange die Mitarbeiter nicht krass aussehen wie der Anzeigenhauptmeister, ist es
völlig in Ordnung. Und jetzt mal eine Frage an euch. Was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und jetzt kommen wir zu Nachgedanken. Wir lesen wieder aus dem Buch von Debbie Ellie, Autismus. 15 Dinge, die dir niemand gesagt hat. Oder mein Leben mit zwei autistischen Kindern. Normalerweise bin ich zu diesem Zeitpunkt bereits mit Schokolade bedeckt. Tori wartet für gewöhnlich den Applaus ab und verdrückt dann sofort die Eiswaffel aus dem Eisbecher. Was wir nicht wussten, als wir diesen Eisbecher erfanden, war, wie nützlich er ist, um Kindern Autismus zu erklären. Was für ein Eisbecher bin ich? Fragte Bobby mich einmal, als er das Autismus-Eisbecher-Poster sah, das wir entworfen hatten. Du hast ein wenig Schokolade, ein bisschen mehr Vanille und noch ein bisschen mehr Erdbeere. Habe ich Schokoladensoße? Ja, du hast ein bisschen Schokoladensoße, weil du ein sehr sensibles Gehör hast. Ich habe auch Streusel, oder? Du hast eine Menge Streusel. In den letzten Schulferien malte Bobby ein Bild seines Eisbechers. Normalerweise ist er künstlerisch eher wenig begabt und obwohl er mit einem Pinsel arbeitete, mit dem man einen Zaun streichen könnte, malte er aus der Vogelperspektive ein abstraktes Bild seines Eisbechers. Dann malte er Pokémon-Figuren daneben. Stolz malte er, das Bild repräsentiere ihn. Auf diese Art und Weise lernen Kinder, dass Autismus kein blauer Fleck auf dem Knie ist. Er ist ein Teil der Persönlichkeit und wächst und verändert sich mit dir. Judy Garland sagte einmal, sei immer eine erstklassige Version von dir selbst, anstatt zu versuchen, eine zweitklassige Version von jemand anderem zu sein. So ein Zitat Aronson 1997. Für Kinder ist es wichtig zu verstehen, dass ihr Autismus ein Teil dessen ist, was sie sind, ihnen aber nichts von sich selbst wegnimmt. Egal wie gut unsere Definition von Autismus ist, die meisten Menschen werden sie nicht verstehen, wenn wir sie nicht mit einem konkreten Beispiel verbinden. Darum geht es in diesem Buch. Ich will erklären, wie dieser Eisbecher in der Realität aussieht. Man kann Autismus nicht mit abstraktem Fachvokabular erklären und annehmen, dass die Leute verstehen, was man meint. Ich war schon auf einigen Konferenzen, auf denen die Teilnehmer nicht wussten, dass Autismus wirkliche, echte Menschen betrifft. Deshalb sollte man diese Menschen in die Erklärung einbinden. Als ich Autismus an Bobby Schule erklärte, erwähnte ich zuerst einen Aspekt von Autismus und erläuterte ihn dann an einem Beispiel für Bobbys Verhalten. Autismus ist nicht so schlimm, wie viele meinen. Aber er ist ein Teil der Persönlichkeit ihres Kindes. Deshalb müssen sie Autismus in Bezug auf ihr Kind vermitteln, damit keine Vorurteile entstehen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich hatte schon einmal ein autistisches Kind in einer meiner Klassen. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Nun, einer meiner Freunde hat rote Haare. Wieso kann er nicht Lieder schreiben wie Ed Sheeran? Sagte ich nie, weil ich in solchen Momenten weder den Mut noch an die Schlagfertigkeit dazu habe. Dieser Eisbecher sieht für jeden Menschen anders aus. Aber bevor Sie jetzt in die Küche gehen, um Ihren eigenen Eisbecher zu machen, muss ich Ihnen noch etwas sagen. Ich beschreibe hier Autismus nach denselben Definition, die gültig war, als meine Kinder ihre Diagnose erhielten. Seither gäbe es aber eine neue Version, die nicht mehr auf die Triade der Beeinträchtigung zurückgeht. Manche von Ihnen werden sich wohl schon beim Lesen gedacht haben. Aber was ist mit den DSM-5-Kriterien? Gute Nacht.